Servus aus München. Wir sind heute zu Gast beim CSU-Parteitag und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen. Für mich persönlich ist es sogar der erste Parteitag und ich bin total aufgeregt, was hier heute passieren wird, welche Leute wir treffen, was hinter den Kulissen passiert und wie das Prozedere insgesamt so abläuft. Ja, also ich würde sagen, kommt mit, folgt uns und los geht's. Wir treffen jetzt gleich Katrin Alpsteiger. Es wird ganz spannend sein, weil wir sie nicht nur begleiten heute, sondern ihr auch noch ein paar Fragen stellen dürfen. Und da sind wir schon ganz gespannt. Bei einem Parteitag geht es darum, in unserem Fall bei der CSU, dass die Delegierten der Basis, also aus den ganzen Kreisverbänden, den Landkreisen, den großen Städten, zusammenkommen und hier die großen Beschlüsse der Partei fassen. Und es ist damit auch das höchste Beschlussgremium der CSU. Man kommt zusammen, alle 2 Jahre wird gewählt. Der Generalsekretär begrüßt üblicherweise alle Delegierten, die da sind. Und in diesem heutigen Fall werden dann Rechenschaftsberichte abgegeben und auch der Vorstand neu gewählt. In dem Fall ist es dann so, dass sich in der Regel diejenigen, die kandidieren, vorstellen und dass dann jeder Delegierte die Möglichkeit hat, auch seine Stimme für die Person abzugeben und damit direkten Einfluss auszuüben, wer künftig die Partei führt, als Parteivorsitzender, Stellvertreter, Schatzmeister, Schriftführer und auch alle Beisitzer, die künftig im Parteivorstand sitzen dürfen. Oft gibt es einen Leitantrag, also ein großer Antrag, zu einem ganz bestimmten Thema, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir hatten streng genommen 2 Leitanträge. Das eine war ein Leitantrag gegen Antisemitismus, eine Münchner Erklärung gegen Hass, gegen Hetze. Es war uns einfach wichtiger, als CSU zu zeigen in diesen Tagen, gerade mit Blick auf Halle, dass wir hier eine ganz klare Position einnehmen. Der 2. Leitantrag, heute beraten am Samstag, da ging es um die Frage, wie man Volkspartei bleiben kann. Da gibt es vieles, was wir tun müssen, moderner werden, digitaler werden. Und dann haben wir ein Thema jünger und weiblicher. Da merken wir, da muss uns einiges Neues einfallen und deswegen haben wir da heute ganz intensiv diskutiert. Naja, ich bin schon seit 7 Jahren dabei, ich bin mit 15 in die JU eingetreten. Damals bin ich noch zur Schule gegangen und da haben mich natürlich auch bildungspolitische Themen sehr interessiert. Und da wollte ich mich halt auch einfach politisch engagieren. Also wir hatten diesmal zum ersten Mal einen Basisparteitag veranstaltet. Das heißt, wir haben nicht nur unsere Delegierten, sondern auch Gäste eingeladen zu diesem Parteitag. Und es hat insgesamt doch für eine große Lebhaftigkeit gesorgt. Man merkt schon, es gibt viel zu diskutieren. Wir hatten im Vorfeld 14.000 Mitglieder, die sich online beteiligt haben bei der Vorberatung von Anträgen, die gewotet haben. Und wir versuchen einfach auch möglichst viel von den digitalen Möglichkeiten hier dann auch einzubauen. Abends findet dann Delegiertenabend statt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man da zusammenkommt, weil man reden kann, weil man neue Leute kennenlernt. Kann. Ist immer lang, immer schön, immer laut. Der macht auf jeden Fall Lust auf nächstes Jahr. Aber es macht es auch sehr, sehr schwer, am nächsten Morgen wieder aufzustehen. Und dann gibt es natürlich auch noch einige Gäste und Ehrengäste, die zu Wort kommen. Es gibt ein paar Grußworte und ganz besonders auch immer mit dabei ein Vertreter der Schwesterpartei CDU. Das war in dem Fall die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, die am Samstagnachmittag gesprochen hat. Aber ich glaube, wir haben ein paar sehr gute Beschlüsse gefasst, klare Botschaft, Kurs auf Zukunft, Aufbruch für Bayern, war auch die Rede von Markus Söder. Und die heutige Beschlussfassung war doch eine, wo wir zeigen, jawohl, wir meinen es ernst, wir wollen so neue Themen wie Klimaschutz zu unseren Themen machen, nicht andere drüber reden lassen, sondern es selber tun. Also ich glaube, da ist schon vieles einer Partei, die zwar 75 Jahre alt ist und trotzdem zeigt, dass sie ganz modern ist.
Ich meine, welche Partei kann eine eigene Liste voller junger Leute aufstellen, die sich politisch engagieren? Es ist eine tolle Gelegenheit zu zeigen, wie jung diese Generation ist, wie aktiv diese Generation ist und wie politisch interessiert. Alles klar, ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke euch, dass ihr das zum ersten Mal gemacht habt. Das ist ja auch Premiere und gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, sich dann auf eine Partei einzulassen. Ja. War auf jeden Fall spannend und ja, ganz herzlichen Dank. Ja, danke. Das waren unsere Eindrücke vom CSU-Parteitag. Hier wird schon fleißig abgebaut. Es war ein super cooler Tag. Wir haben extrem viel mitgenommen hier, einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Und auch ganz spannend ist, wie viele Leute eigentlich im Hintergrund rumwuseln, die man jetzt gar nicht so sieht. Die aufräumen, die aufbauen, die ganzen Medienleute, die Presse. Es war auf jeden Fall super cool, sowas mal mitzuerleben, hier mal dabei zu sein. Und wer weiß, vielleicht sind wir beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!